So, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Whey gegen Casein. Das sind die beiden Bestandteile im Milchprotein. Und jetzt wollte ich erstmal sozusagen erklären die Unterschiede und was ihr euch kaufen solltet. Das beliebtere ist natürlich das Whey, aber erkläre ich später auch noch, sage ich jetzt mal, warum. Hauptsächlich ist es so, dass Whey dafür beworben wird, dass es eine schnellere Aufnahme hat und Casein dafür beworben wird, dass es eine langsamere Aufnahme hat. Und da gibt es auch so tolle Graphen und was weiß ich mit Aminosäuren im Blut. Und auf jeden Fall, es läuft darauf hinaus, dass Whey halt gut verdaulich ist und Casein eher nicht so gut verdaulich ist. Und das halt bei einigen Menschen auch mehr oder weniger Magenprobleme verursacht und das deswegen eher ein Negativpunkt ist. Und der andere Punkt halt eben, dass man überhaupt keinen Vorteil davon hat, dass etwas langsam verdaulich ist. Also sozusagen von der von den Aminosäuren her, sage ich jetzt mal, die werden alle sozusagen, die im Blut ankommen, werden verbraucht. Ist jetzt wurscht, ob ich die jetzt sozusagen alle auf einmal nehme oder ob ich die sozusagen langsam über die nächsten Stunden immer ein bisschen weiter in den Blut-Dings reinkomme. Also es ist nicht so wie bei Zucker, sondern Aminosäuren, die bleiben länger stabil im Blut sozusagen. Deswegen ist es da nicht so wichtig, dass man langsam verdauliche Proteine hat. Das andere ist das Aminosäurenprofil. Das könnte ich da nochmal reinstellen. Aber im Groben ist es halt so ein bisschen unterschiedlich. Auf jeden Fall, Whey hat mehr BCAAs, mehr Glutamin, mehr essentielle Aminosäuren vor allem. Also das, was man eher als wichtig erachtet. Und entsprechend, wenn das eine wenig hat, muss man ja von anderen mehr haben. Also habe nur aufgeschrieben, zum Beispiel Casein hat mehr Tyrosin und mehr Arginin. Aber es sind, glaube ich, beides keine essentiellen Aminosäuren. Eigentlich sind beide relativ günstig, aber Whey ist nochmal ein Stück günstiger als Casein. Also wenn man sozusagen nur auf den Preis schaut, dann sollte man sich eigentlich auch Whey kaufen. Ich habe dann hier noch zwei andere Dinge dazu geschrieben. Whey ist eher dünnflüssig, Casein ist eher dickflüssig und einige sagen, das ist mir aber eigentlich nie so wirklich aufgefallen, dass sie eine bessere Sättigung durch Casein haben. Und deswegen meine einzige Empfehlung, wenn man Casein kaufen würde, um irgendwie sowas Cremeartiges, also wenn man das eher so dickflüssiger mag, so Pudding-mäßig oder solche Sachen, also wenn man das irgendwie anders verwenden will als ein Shake oder wenn man halt irgendwie seinen Shake gerade mega dickflüssig mag oder was weiß ich, dann könnte Casein halt vielleicht doch das Richtige sein, aber jetzt einfach nur um seinen Proteinbedarf zu decken, ist, finde ich, Whey besser, einfach weil es besser verdaulich ist, weil es mehr BCAAs und Glutamin hat und weil es einfach günstiger ist. Das war mein Take dazu, Whey vs. Casein. Bis zum nächsten Mal.